Ich habe heute was von der Animagic für euch und es interessiert bestimmt einige von euch. Mich hat es schon letztes Jahr interessiert, aber es ist echt. Ja, es kostet schon ein bisschen Geld und man weiß nicht, was man kriegt. Und jetzt habe ich es mir mit meinem Kumpel geteilt, deswegen haben wir uns jetzt eine geholt. Und zwar ist das diese Merchandise-Box, die 30 Euro kostet. Und laut der Dame an dem Stand sind da Sachen im Wert von 40 bis 50 Euro drinne. Und ich würde sagen, ich mache die jetzt auf und zeige euch einfach, was drinne ist. Und ja, lasst euch einfach überraschen und dann packe ich jetzt erstmal die Box in Ruhe aus. So, ich habe die Box jetzt mal aufgemacht und die Box ist ja eigentlich echt riesig. Und ich zeige es euch mal von oben. Sieht ein bisschen leer aus. Also ich zeige euch jetzt dann die Sachen mal einzeln, aber es scheint nicht viel zu sein. Das erste, was wir haben, ist eine Tasse von Justice League. Die sieht so aus. Gut, solche Tassen kosten meistens zwischen 15 und 20 Euro, oftmals auch 25 Euro. Aber ja gut, hat jetzt nicht direkt was mit Anime zu tun. Also ich habe wirklich schon erwartet, dass wirklich Anime-Stuff in dieser Box ist. Also ja, aber dann schauen wir mal weiter. Und ja, mega geil, was ich hier gerade in der Hand habe. Ist zwar wieder kein Anime-Stuff, aber ich feiere es gerade richtig hart, weil ich Game of Thrones einfach liebe. Das ist einfach ein Notebook mit hier richtig Verschlussding. Also das ist schon nice, aber so wie es aussieht, ist hier kein Anime-Stuff drinne. Aber das feiere ich auf jeden Fall mega. Ist auch wirklich dick und diese Lasche ist einfach auch mega cool mit diesem Drachen. Aber ja, gut, dann habe ich hier Kontaktlinsen. Sieht nach blau aus, genau, Ice Blue. Ja, gut, kann man jetzt brauchen, wenn man cosplayt. Ich cosplay nicht, vielleicht mal nächstes Jahr ein bisschen, aber ja gut, ist jetzt auch nicht der Burner. Gut, und dann haben wir auch schon das letzte. Und zwar sieht das aus wie ein Rucksack. Ich mache gerade mal die Folie ein bisschen auseinander. So, gucken, ob ich den drauf kriege. Ja, so. Sagt mir jetzt nicht wirklich was. Ich hole ihn mal aus der Folie raus. Ja, ist so ein... Obwohl... ja, ist so eine Umhängetasche. Also, hat hier ein Fach und dann halt hier noch das Fach, weil mit Reißverschluss. Ja, also, ich hatte echt gedacht, dass Anime-Stuff drin ist. Es sind jetzt insgesamt 4 Sachen. Der Warenwert ist bestimmt bei 40, 50 Euro. Aber, ja, wie gesagt, kein Anime-Stuff und... Ja, man weiß halt, wie gesagt, nicht, was man kriegt. Für mich ist jetzt eigentlich wirklich nur das Game of Thrones Notebook dabei. Deswegen, ja, überlegt euch, ich sag's euch ganz ehrlich, überlegt euch wirklich, ob ihr euch sowas holt für 30 Euro. Man hat dann zwar noch die Chance, zweimal zu würfeln und muss mit einem Mal 3 Sechsen würfeln, dann kriegt man sein Geld zurück. Oft hat man auch einen Gutschein für einmal gratis würfeln, aber dreimal eine 6 zu würfeln auf einmal, das ist eigentlich unmöglich. Deswegen, ja, 30 Euro dafür lohnt sich in meinen Augen nicht, aber ich habe jetzt ein cooles Game of Thrones Notebook. Und ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil wenn man sowas sieht, dann ist man schon am Überlegen. Und jetzt habt ihr mal so eine Box gesehen und könnt für euch selbst entscheiden, ob ihr euch eine Box holt oder nicht. Wie gesagt, für mich lohnt es sich nicht. Aber ja, wie gesagt, das war die Merch-in-Dice-Box. Und ja, ein bisschen enttäuschend, aber egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.